Und damit willkommen zurück bei Island Survival. Ne, bei Cube Life. Island Survival. So rum, genau. Hier die Eingeborenen, die hauen schon ab, denn die Nacht ist bald vorüber. Wuhu, erste Nacht. Überstanden, Achievement. Geil. Naja, wie dem auch sei. Wir haben es bald 5 Uhr. Aber der Mond ist immer noch da. Ich traue mich nicht so richtig raus. Oh. Naja. Ja. Dank der ungenauen Steuerung bin ich jetzt also draußen. Ich würde mal sagen, wir beginnen den Tag, indem wir uns mal ein Frühstück suchen. Das haben wir nämlich nötig. Unsere Werte sind nicht ganz so gut. Aber das wird schon. So. Hier haben wir auch noch ein paar. So. Zu trinken jedoch brauchen wir immer noch ein bisschen. Heute wollen wir uns eine Karte bauen. Ich habe nämlich schon geguckt, wie das geht. Dafür brauchen wir Blätter. Und dann können wir uns hier so eine schöne Karte bauen. Ich muss noch gerade gucken, wo wir Blätter herkriegen. Das sind dann so Blätterblöcke. Also da baut man dann hier halt keine Orangen aus den Blättern ab. Ja, ich weiß. Allein, dass man aus Blättern Orangen abbaut. Aber egal. Sondern da kommen dann so Blätter raus. Und ich glaube, das sind die jeweils mit diesem Stamm hier. So, mal gucken. Ich weiß es nicht. Nein. Ach Gott. Genau. Wenn ich davon 9 Stück finden könnte, könnte ich eine Karte des Gebietes hier bauen. Das wollen wir natürlich machen. Und deswegen schön viele Blätter. Aber ich baue erstmal das Holz ab, denn Holz ist wichtig. Und schon ist es kaputt. Wird echt mal Zeit für Steinwerkzeuge. Das könnten wir eigentlich heute auch noch machen. Eine Axt haben wir ja, eine Schaufel leider nicht. Alter. Tja. Geht ziemlich schnell kaputt, muss man schon sagen. Geht ziemlich schnell kaputt. So, das bauen wir hier mal noch alles schnell ab. Na komm. Ich habe auch gesehen, es gibt keine Tür. Soweit ich weiß, kann man sich keine Türen craften. Das ist natürlich auch wundertoll. So, hier schön alles mitnehmen. So. Das müsste für den Anfang... Oh, Level up. Das müsste für den Anfang auch erstmal... Hier ist noch eins, okay. Erstmal reichen. Ist halt ein bisschen blöd, dass hier dann immer so Luft... Also, dass hier dann immer so Sachen rumstehen. Aber gut, dann bauen wir uns mal noch schnell einen Eingang. Ich guck gerade. Ich weiß eben jetzt leider auch nicht mehr, wo ich das Zeug hingebaut habe. So, ich glaube, das... Oh doch, das kann man aufnehmen. Okay. Gibt es denn hier noch irgendwas, was wir ablegen könnten? Ich glaube, wir nehmen erstmal alles mit. So, und hier bauen wir jetzt uns eine schöne Map. So. Okay. Und vergrößert die ihren Radius auch, wenn man die nicht aufhaben? Ja, sieht gut aus. Oh, ist ja geil. Das ist sehr cool. Noch cooler wäre es natürlich, wenn man uns da sich irgendwie auch so Markierungen drauf machen könnte. Aber man kann ja nicht alles haben. So. Das ist cool. Ja, doch, doch. Du könntest sagen, was er wollt. Das ist richtig cool. Und ich glaube, dieses Viereck da oben, das soll unser Haus sein. Das bedeutet, man kann zwar keine... Oh, das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Guck doch mal hier. Das sieht doch schön aus. Man kann keine Markierungen setzen, aber man kann immer noch trotzdem sehen, wo sein Haus ist. Das ist schön. Praktisch. Sowas halt also auf jeden Fall immer mithaben. Und da würde ich sagen, versuchen wir jetzt mal, ich lege hier mal kurz das Holz ab, das brauchen wir dann doch nicht. So. Ja, und die Blätter auch erstmal. Das hier müssten wir auch mal noch alles ernten. Ich weiß nicht, was sind das hier, Blätter oder sind es Mangos? Das sind Blätter.
Wie haben wir denn noch? Oh, 18. Die Mangos füllen halt leider auch nicht so viel auf. Die füllen fast gar nichts auf. Okay, dann suchen wir uns jetzt mal einen schönen Platz, wo wir nach Steinen suchen können. Ohne Fackel. There might be a hidden room around here. Da muss wohl ein versteckter Raum sein. Hier. Haben wir den Hidden Room gefunden. Müssen wir gar nicht irgendwas in die Erde bohren, haben wir jetzt schon. Kohle. ich glaube, die kann man aber nur mit einer Steinaxt abbauen. Das können wir dann gleich mal probieren. Oder soll ich es riskieren mit einer Holzaxt? Nö, so schnell wie die Dinger kaputt sind, baue ich jetzt hier so viel Stein ab, wie es geht mit den Zweien. Und dann mache ich mir endlich Steinwerkzeuge. Juhu. Ja. Okay. Mehr wird's wohl dann doch nicht, weil das Zeug so schnell kaputt geht, oder? Nee. Okay. Also ab zurück zum Haus. Und schnell Steinwerkzeuge bauen. So. Hier eins, eins, zwei und eins, zwei. Na, komm schon. Okay. So, für... Na Mann, ich muss die Mangos essen. Das bringt ja nichts. Alter, ich brauche echt... Was? Ja, ich habe mein Spiel lange nicht mehr gespeichert. Doch, naja, mache ich jetzt... Na, okay. Okay, wenn du das sagst, ich vertraue dir. Ich speichere jetzt mal mein Spiel. Ich vertraue dir. So. Stein. Und hier Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Yay! Aber Erfahrungspunkte gibt das anscheinend nicht, oder? Ich guck mal kurz. Ein bisschen. Ja. Und da geht. Genau, jetzt würde ich einfach noch ein bisschen Kohle, Stein abbauen. Davon haben wir nämlich leider gar nicht so viel. Brauchen wir aber. Und das hält natürlich viel, viel länger. Das ist richtig geil. So. Da können wir uns hier so ein bisschen Stein rausholen. Komm schon. Jo. Jetzt haben wir schon 9 Steine. Das reicht auf jeden Fall wieder für ein paar Werkzeuge. Wir können auch mal gucken, was man sonst noch so Tolles mit Steinen machen kann. Und ich würde mir gerne eine größere Truhe machen. Also ich mache mir jetzt hier erstmal eine Steinaxt. Und dann noch eine Pickaxe. Damit machen wir das hier weg. Ich wollte eigentlich Xenoblade aufnehmen, aber wie es halt so oft ist. Ich habe ja gesagt, ich mache dieses Einführungsvideo. Und ich weiß nicht warum, aber mein Schnittprogramm ist so behindert dumm. Das ist einfach nur unglaublich. Ich mach's damit. Das ist einfach nur echt unglaublich. So, das hier könnte ich wieder reintun. Die Kohle tue ich auch erstmal hier verstauen. das ist so unglaublich. Wisst ihr, wenn ich diesen Part hier render und so schneide, dann hat das Ding kein Problem. Aber wenn ich ein 3 Minuten Smash Bros. Intro da reinhau, dann schließt sich das immer von selber. Ich check das nicht. Ich check das echt nicht. Keine Ahnung, was da falsch läuft. I think if I combine 3 strings with 3 oak planks, I could create a bow. Einen Bogen will er bauen. Cool. So kann man das auch mit verschiedenem Holz machen. Nein. Wie lasch. Okay, dann muss... Nein. dann muss ich das leider wohl nur mit einem machen. In Minecraft geht es, glaube ich. Was ist das denn? Was ist das? So, kann man die sich hier auch so? Nö. Okay, die verbinden sich leider nicht. Ist ja egal. Ja, was ich erzählen wollte, da schließt sich das immer. Ich habe keine Ahnung wieso, aber das schließt sich da ohne Spaß immer. Das geht mir so auf den Keks. So. So kann man sich Fackeln machen. So kann man sich kleine Fackeln machen. Einen Ofen. 8 Steinblöcke und eine große Fackel. Ach, so geht Holzkohle. Okay.
Okay, eine Laterne kann man sich. Oh, sehr cool. Glas kann man sich machen. Ist schon alles ganz schön cool. Hoi. Brauchen wir halt aber im Moment alles noch nicht. So, normales Glas. Shiny Glas. Okay, also ich denke mal, das nächste, was wir brauchen, ist ein Ofen. Und für einen Ofen brauchen wir Fackeln. Und Stein. 8 Steine. So, Kohle haben wir ja schon. Deswegen würde ich sagen, ich nehme hier mal ein Stück Kohle raus. Das hier tue ich mal rein, weil das ist mein Bauholz. Und dann kann ich hier raus noch Stickies machen. So. Jetzt haben wir uns hier eine Fackel gebaut. Ich könnte auch die von hinten nehmen, die von der Höhle, aber die ist so schön ausgeleuchtet. Und Alter, ich brauche. Warte, was waren nochmal die Kokosnussbäume? Das ist Mango. Das hier, oder? Ich brauche diese Kokosnüsse. Ohne Spaß. Das waren doch die Kokosnüsse, oder? Ja, da sind nochmal so Bäume. Dann nehme ich die. Wie viel habe ich jetzt noch? 15 alt. Also kann es nicht weitergehen. Jo. Das waren die Kokosnüsse. Und ich komme da nicht hoch. Mann. Hier. Du, das sollst gleich mal mitnehmen. Bumm. Bumm. Das verbraucht halt so auch so viel Durst, wenn man das so sagen kann. Haben schon irgendwo Kokosnüsse. Irgendwo. Irgendwo. Da haben wir noch eine. Alter, die füllen halt aber auch 20 auf, ne? Ist schon krass. So, das mit dem Hochbauen funktioniert ja auch. Warte, wie ging das? Sprung und. Genau. So, dann hier nochmal. Jetzt muss ich auf jeden Fall halt gucken, wie ich das Ganze mit Xenoblade mache, weil die Einführungsfolge würde ich schon gerne machen. Vielleicht schreibe ich da mal einen Support an, aber das dauert auch immer so ewig und ich will ja Xenoblade weitermachen. So, da fallen schon die ersten Kokosnüsse so runter. Ich will ja Xenoblade auch weitermachen, aber das dauert dann so ewig. Ach, ich weiß echt nicht, woran es liegt. Vielleicht hat es irgendwie eine andere Codierung. Das Video, da kenne ich mich aber leider auch nicht so gut aus. Das Xenoblade-Video. Vielleicht spuckt Elgato diese in einem anderen Format aus, was anscheinend für das Videobearbeitungsprogramm verträglicher ist als das, was ich für ein Format bei dem anderen Dings habe. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe aber, ich finde es noch raus, weil das wäre schlecht, wenn ich das nicht tun würde. Also. Man könnte ja eigentlich auch so eine Verbindung von diesem einen Raum da zu meinem Haus bauen, oder? Wenn ich mir das hier gerade so anschaue. So, hier geht's rein. Dieser Blockebene, naja, ist ein bisschen zu weit, aber könnte man machen. Könnte man machen. Hier gibt's noch Mangos. Die sind halt mehr so für Hunger und die Kokosnüsse sind halt mehr so für Trinken, ne? Schon mal wieder was gelernt, okay. Schön viel essen. Man kann sich nicht mal ein Schwert bauen. Level up. Ich weiß auch nicht, was die Level ups bringen. Bin ich überfragt? Level 4 schon. Level 4. Und es wird schon fast wieder dunkel. Ach, stimmt ja. Wir wollten uns ja noch Steine holen. Fällt mir natürlich auch zeitig ein. Wo war denn jetzt hier der Eingang da? Also geht's hier irgendwo genau hier. Hier gibt's Steine. So. Lass mich rein. Hier ist ganz schön dunkel. Nicht, dass hier auch noch irgendwas Böses spawnt. So, hier nehmen wir uns mal noch ein paar Steine mit. Vielleicht stoßen wir ja auch schon auf Silber. Kann ja alles passieren. So. Also 8 Stück brauchen wir mindestens noch. So, die haben wir jetzt schon mal. Und jetzt mache ich einfach noch wieder das Ding kaputt. Kann ich das noch? Kann ich das noch? Nö. Okay. Dann gehen wir mal wieder in unser
Schönes Heim, trautes Heim, Glück allein. Ha. So, jetzt aber schnell. Ich müsste mal Erde. Ja, ich glaube, ich nehme mir Erde mal mit. Kann ich das nicht nehmen? Ach. Jetzt ernsthaft, kann ich keine Erde aufnehmen? Hä? Manchmal geht's, manchmal nicht. Okay, jetzt ging's einmal. Denn Erde kann man ja schneller abbauen als Holz. Und deswegen habe ich mir so gedacht, ja, können wir das doch mal als Tür nehmen. So, bumm. Okay, cool. So, jetzt bauen wir uns aber endlich mal einen Ofen. Ofen, so wie war das? Eine Fackel und 8 Steine. So, dann kommt der Ofen hier gleich daneben, spendet der Licht. Ja, cool. Licht. Ich mag Licht. Es vertreibt böse Dinger. So, und jetzt kann man natürlich auf einmal viel, viel coolere Sachen machen. Ich esse gerade mal noch schnell was. So. So, Spiel speichern könnten wir mal wieder machen. So, rein zur Abwechslung. Und ich mache das jetzt auch so, dass ich jetzt nicht jedes Mal hier extra auf die Uhr schaue. Ich nehme einfach ein Stück auf und ja, mal gucken. Je nachdem, wie ich es dann schneide. Also kann sein, dass es mal manchmal ein bisschen komisch geschnitten ist. Deswegen tut mir leid, aber ist jetzt halt mal so. So, diese komischen Icons sehen aber auch ein bisschen, ne? Dieses Gras da links, das sieht so komisch aus. So, die, was, nein, die Map, die könnten wir auch mal weiter erkunden. Ich glaube, das können wir sogar mal als Tagesaufgabe machen. Ich gucke mir nur noch mal kurz den Crafting Guide an. Sand haben wir leider nicht. Ja, aber eine Laterne, die wäre mal praktisch. Eine Laterne, okay. Eine kleine Fackel brauchen wir dafür, ne? Also Holz. 1, 2, 3, 4. Ah. So. Dann noch ein Stick und eine Holzkreide. So, da ich jetzt aber noch kein Glas habe, tue ich das erstmal alles wieder rein. Stein. Ich glaube, das hier. Wow. Ich glaube, das kann ich erstmal so lassen und Essen habe ich ja noch. So. Ja gut. Na gut, so viel Licht spendet das jetzt auch nicht. Vielleicht mache ich mir mal noch so eine Fackel. Kohle. Ja, eine Fackel. Ich mache mir mal noch eine Fackel so. Ich denke, das kommt ganz gut. So. Wenn wir da noch eine Fackel haben. Vielleicht am besten genau hier so auf der entgegengesetzten Seite. 1, 2, 1, 2. Ist das hier die Mitte? Ne, ich glaube, es gibt keine Mitte. Ja, scheiße. Kann man die nicht setzen, oder? Ach, die kann man wohl nur auf dem Boden machen. Okay. Ja, die kann man nur auf dem Boden machen.